Käsebrot, Freund. So, Tim Jim, Hallöchen. Hallöchen. Boing, boing, boing. 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 So, rätseln wir mal wieder ein bisschen, oder? Ja, jetzt wird wieder ordentlich Gehirnsuppe gekocht. Okay, deine wurde ja schon mal gekocht, jetzt darf ich meine auch noch mal kochen, das ist ja sehr fair. Richtig, ja, ich habe sie gespielt, ja. Genau. Das da hast du gelöst, können wir uns da ranwagen? Ja, ich glaube, ich habe das alles... Ohne den Zuschauer total zu frustrieren? Ich glaube schon, ja. Okay, dann probieren wir das mal. Gucken wir mal, du. Gucken wir mal. Gucken so, wir doch. Da uns ja noch eins. Doing, 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 doing. Oh, was war mit dem Heiner? Brauchen wir den Schlüssel noch? Nee, ne? Nee, ich glaube, den Schlüssel brauchen wir nicht. Boink, nicht mehr. Nein. Genau. Ach ja, das war ja diese Geschichte hier. Diese heiße Kiste, ja. Okay, hiermit hoch, runter... Und da drüben auch. Der Schatten kann die Dinger umlegen, gell? Der Schatten kann die Dinger umlegen, ja. Okay. Das heißt... Lass mich mal denken. Wir schaffen es wahrscheinlich nicht rechtzeitig da... Ach so, ich kann ja mal... Ach so, nee, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, oder? Macht das Sinn? Was? Na, ich probiere es mal. Ich lasse es mal rückwärts laufen. Tülülüt. So, lauf mal da hoch. Oh, au. Schnell, schnell. Oh nein. Lauf da noch hoch. So, jetzt müsste der halt da den Hebel umlegen. Dann wären wir da sauber aufgestellt, nehme ich mal an, oder? Ja, richtig, ja. Aber wie soll das funktionieren? Wie soll das nur funktionieren? Ja, ich habe mich da echt ordentlich verknotet, ja. Ich habe es nämlich erst, ich habe erst gedacht, man müsste das irgendwie so in zwei, hui. Hoch. In zwei Schritten machen irgendwie. Mhm. Und dass mein Schatten mir da oben umlegt und ich unten stehe und dann wieder mit kombiniertem Zurückspulen und noch mehr Schattenaktion, aber es ist nicht so. Nein, es ist einfacher als man denkt. Ja. Also es war echt ganz schräg irgendwie. Es war wirklich total schräg. Ich habe nämlich einen Versuch gestartet. Und dann hat mir mein Schatten irgendwie unten den Hebel umgelegt. Dann habe ich gedacht, hä, was, wie? Das kann ja gar nicht sein. Habe es zurückgespult, nochmal gemacht, hat wieder geklappt. Okay. Dann habe ich, weil es mich interessiert hat, ob das wohl die richtige Lösung war, einen Walkthrough bemüht. Der hat es irgendwie anders gemacht. Dann habe ich versucht, den zu reproduzieren, hat nicht geklappt. Okay. Dann habe ich noch einen anderen angeguckt, den versucht zu reproduzieren, hat auch nicht geklappt. Und dann habe ich noch eine neue Variante, die, glaube ich, die eigentliche Lösung irgendwie, die es sein soll. Okay, also ich versuche es mal ganz klassisch. Probierst du mal was? Ja. Ich probiere einfach mal. Ich guck mal, was hier so passiert, wenn ich mich jetzt mal da so hinlerne. Genau. Und so. Der da sich jetzt mal darüber eimert. Genau, das ist jetzt quasi die Variante, wo ich auch dachte, dass das so gehen würde. Okay, zack. Okay, das fährt jetzt da aber hoch. Ja. So. Das kann es also nicht sein. Aber was ist, wenn ich mich jetzt zurücklerne? Auf. Zack, zack, zack. Oh. Ah, shit. Nicht weit genug gelernt, hä? Huh? Wie? Also, eigentlich müsste es mit dem doppelten Schatten funktionieren, quasi. Ja, nein. Nein. Nein? Also, ja, das ist jetzt die Variante, wo ich an der ich zuerst rumprobiert habe und gedacht habe, dass es so geht, aber so ist es ja nicht. Nicht? Also, du darfst nicht selbst unten umlegen, sondern dein Schatten legt um. Und du bist oben. Ne? Den muss ich aber erstmal dazu bekommen, dass der hier umlegt, ja, oder? Ja. Also müsste ich, ja, schon oben sein, wenn ich... Ja, das ist das, was so ein bisschen hinterhältig ist. Oh nein, also machen wir es mal richtig. Oh, guck mal, jetzt habe ich da einen Schatten, der hinter mir herläuft. Ja. Also, ich muss hier... Nein, ich muss von unten anfangen, genau. Also, ich probiere es nochmal. Ja, ich habe jetzt mal einfach mal eine Idee, ja? Ja. So. Also, hier stehe ich. Ja. Laufe los. Brrrr, darüber. Hier hoch. Ja. Mach hier dieses Umgelege. Zack. Fahr hier hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Lerne mich zurück. Bis... Oh nein. Ach, ich Nase, ey. Kaputt gemacht. Kaputt gemacht. So, nochmal. Total kaputt. Also, 1, 2, 3. Losgerannt. Brrrr. So, da hoch. Ich mach's mal diesmal nicht so schnell, damit ich das besser unter Kontrolle habe. Lege das um. Fahre mich hoch. Warte ein wenig. 1, 2, 3.
Lerne mich mal mit doppelter Geschwindigkeit Ja. zurück. So, Schatten, walte Ja, deines aber jetzt ist es Amtes. ja wieder andersrum, Tim. Jetzt bist du ja unten und dein Schatten ist oben. Ja. Aber es muss ja andersrum sein, das sage ich dir hiermit. Okay, jetzt lege ich hier um und lerne mich mal zurück. Nee, jetzt habe ich es verbockt, oder? Wie weit lernt er sich jetzt Naja, zurück? probierst du es mal aus, da. So. Ach so, ich müsste hier den. Ja, Oh nein, er ist weggegangen. Ja. Okay. Er hätte jetzt aber schon umgelegt, quasi. Ja, also. Ja. Aber ich kann ja nicht einfach so tun, als ob ich umlege, oder? Fährt er dann hoch und wenn ich so bleibe und legt dann um? Das kannst du machen, ja. Das kann ich machen. Ja. Okay, das heißt. Und das ist so ein bisschen fies, ja. So, das heißt, ich müsste hier mal 1, 2. Ach so. Ja, du musst ja jetzt ungefähr abschätzen, wie lange das Ding braucht zum Hochfahren. Ne? Naja, ich bleib hier einfach mal eine Weile so stehen. So. So. Und lerne mich mal zurück. Ja, aber. So, jetzt machst du mal hier den Flitzemann. Gucken wir. Ich fahre ihn hoch, gehe mal da drauf. Ich wette, ich spring vorbei. So, jetzt. Okay, jetzt braucht er einen kleinen Moment. Und jetzt ist er weg. Ja. Okay, das heißt, das muss sofort passieren. Ja. Also runterfahren. Rüberlernen. Hin. Stehen, sofort Hebel ziehen, Ja. Hebel ziehen, Hebel ziehen, Hebel ziehen Ja. und zurückgelernt. Tschupp. So, jetzt du düster mal los. Ach so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und jetzt aber mal schnell. Jetzt mach, 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 mach. Nein. Okay. Ja, fast, ja. Nochmal, neuer Anlauf. Das hat ja schon ganz gut ausgesehen. Also. Hin, 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 hin. Nein, 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 Ziehen. nein, nein, Nein. nein, Tim, falsch. Falsch. Du, wenn du, schau mal, der muss ja erstmal, dein Schatten muss ja auch erstmal darüber latschen. Ja. Und da muss er gleichzeitig auch auf der richtigen Höhe sein. Wenn du jetzt hinläufst und sofort nach oben drückst, Ja. dann löst du aus, bevor der in der richtigen Höhe ist. Das heißt, er macht's nicht. Genau. Okay, ich dachte, er bleibt vielleicht dabei. Okay, verstehe. Na, du musst Huh, okay, das ist aber und du schwierig. musst es quasi so machen. Du läufst dahin, machst irgendwie eins, zwei oder so, ja, Okay. wie auch immer. 1, 2, 3, 4, 5, Ja, das. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, ich brauche 13 Sekunden nur, um dahin zu laufen. Aha. Ja, das. Denk, 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 Ja, denk. das spielt keine Rolle. Du musst dir überlegen, wenn er da hinten ist, Ja. wie lange braucht er, bis das Ding hochgefahren ist? Und dann musst du da so lange hinlaufen, so lange warten und dann umlegen, wie du dir denkst, dass das Ding braucht, um hochzufahren. Verstehst du, was ich meine? Also ich muss mal testen, wie lange das beim Hochfahren braucht. Ja, das würde ich dir mal empfehlen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, es braucht 5 Sekunden zum Hochfahren. Also ich laufe. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und leg den Hebel um. Okay, So, und und jetzt jetzt husch, husch, zurück. husch. So, auf, bupp. Mach, mach! Ui, das war knapp, Ich Tippe. dachte schon, ich springe jetzt vorbei. Ah ja, gut, okay, das ging. Okay, das war Juhu! neues Puzzleteil. Juhu! Rätsel gelöst. Rätsel gelöst. Fantastisch. Oh Gott, ganz schöne Action, ey. Wow.